Alles klar, zurück mit Wolfenstein auf ein neues. Was willst du von mir? Nein. Kriegskarte, 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 Kriegskarte. Hey. Hey. Was? Was, was? Hallo. Was, 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 was? Boldo ist tot, Bruder. Was? Keine Ahnung, ob Sie es schon wussten. Haas 2 hatte uns gerade abgesetzt, da fing er sich eine Kugel ein. Armer Mistkerl. Beten Sie für ihn, Blaskowitsch. Boldo, ich hab doch gesagt, du sollst das Maul halten, ey. Was hast du nun davon? Boldo ist tot. Unglaublich, oder? Ja, in diesem Spiel gibt's keine Russen, ey. Kaum. Alle vom Aussterben bedroht. Also, auf nach New York. Kurs festlegen, ja. Hubschrauber. Boldo hat eine Kugel abgefangen. Schnell, Blaskowitsch. Die Strahlung da unten ist hoch. Blaskowitsch, finden Sie einen Weg in den Atombunker, bevor die Strahlung Sie, nun ja, umbringt. Scheiße, meine Rüstung ist im Arsch. Du Arsch. Keks. Ja, super, jetzt bringt mich die Strahlung um. Lauf. Oh.
schauen, was sich in dem Zug befindet. Ist hier irgendwo Gold vielleicht? Das Regime hat die gestohlenen Daten in der Kommandozentrale. Sie müssen irgendwie da rein. Oh, Seth Roth und die, na, wie heißt die, Shoshana, glaube ich, ne? Alles klar, halt. Chuck. Ey, mein Granaten und mein Wurfbeile, ey, was geht ab? Verbesserungen habe ich. 3. Ha. Ich bin ja eigentlich für die Granaten. Ne? Alles klar. Ja, ich hätte ihn umrennen können, du hast recht. Ist mir jetzt missfallen. Wieso umrennen, wenn du Hochgeschwindigkeitsgeschosse in ihn reinpumpen kannst? Ah! Also schön. Nächster. Oh,
Ja, genau. Stark hat Chris Gray. Ich überlege gerade. Ein junger KKK-Anführer mit einer hoffnungsvollen Nachricht. Oh Gott. Washington, 21. Juni. Preston Cooper war einer der ersten erleuchteten Amerikaner, die verstanden, dass die Befreiung der amerikanischen Gebiete eine Gelegenheit für einen Neuanfang war. Lange Zeit war das amerikanische Volk unterjocht durch die Tyrannei des Kapitalismus und viele waren sich des Einflusses der Juden nicht bewusst. Die hinter den Kulissen die Fäden zogen. Mit einer Nachricht der Hoffnung und Liebe versuchte der KKK der Öffentlichkeit die Gefahren jüdischen Denkens und Handelns aufzuzeigen. Ich weiß, was ich bin und ich bin stolz darauf, teilte Herr Cooper in einer seiner seltenen Interviews mit unserem Reporter bei einer Tasse Kaffee in einem netten Café in Boston mit. Wenn Sie ein echter Patriot sind, verstehen Sie, dass nur der Führer dieses Land nach vorne bringen kann. Alter, schwierig. Ja, keine Ahnung. Da haben wir es halt wieder, der Umgang mit Geld. Ne? Viele Menschen auf der Welt beherrschen den Umgang mit Geld nicht. Ja, sie beherrschen, wie soll ich sagen, sie... was hatte ich in den letzten Videos gesagt? Ja, die schmeißen halt alles in die Luft. Ne? Viele Leute sind einfach klugscheißerisch unterwegs. Außer geistlich. Ja, außergeistlich unterwegs und viele können mit Geld einfach nicht umgehen. Und da kommt der Sozialismus natürlich, ist der Sozialismus herzlich willkommen, ne? wenn man mit Geld nicht umgehen kann. Ja, ich meine, ich als Junge, also als ich jung war, habe ich keinen Pfennig gehabt. Ich habe mit meiner Mutter verhandeln müssen, ey. Ne, meine Eltern waren geschieden, ich hab mit meiner Mutter verhandeln müssen um Geld. Ne, mein Vater hat uns zu Weihnachten, da war ich glaube 5 Jahre alt, da habe ich mein Nintendo bekommen. Ne, mein NES, das war eine NTSC-Version und ich war dann quasi abhängig von der amerikanischen Militärkaserne, die da diese Spiele dann verkauft hat. Dann mussten wir unsere Mutter überreden, ey, dass die uns da hinfährt und dass die Spiele kauft, ja. Ja gut, irgendwann waren die Karten abgelaufen, ja, die Besucherkarten und dann kam der Super Nintendo raus und meine Mutter hat da im Einzelhandel gearbeitet und Angestelltenrabatt bekommen und so Zeug und dann habe ich quasi die Spiele da gekriegt, ne. Das ist, als meine Mutter im Einzelhandel so gearbeitet hat und dann mit Super Nintendo, ey, also wow, das waren Zeiten dann. Und ja, ich wollte natürlich dann Super Nintendo Spiele, ey, und dann musste ich mit meiner Mutter verhandeln um Taschengeld und alles und das musste ich irgendwie alles selber in die Wege leiten. Ich musste mich um mein Geld kümmern, ne? Ich musste mich um mein eigenes Geld und alles musste ich mich kümmern, ey. Hätte ich mich nie geregt, ey, dann hätte ich nie das bekommen, was ich gewollt hab. Hätte ich nie das bekommen, was ich wollte, ey. Na? Ich musste mich um mein Geld kümmern, quasi, ne? Und um meine, ich sag mal, um meine Anlagen, ja? Die Anlagen, in denen ich interessiert war oder an denen ich interessiert war, darum musste ich mich kümmern, ey. Schon als Kind. Na? Ich musste den Umgang mit Geld lernen. Ne? Geld sparen, um sich irgendwas zu kaufen. Ich sag mal, einen Vertrag zu machen, sich an einen Vertrag zu halten. Ne, das war jetzt zum Beispiel ein Vertrag mit der Mutter, ne, wenn ich
Ne, du gibst mir, ich vollbringe die und diese Dienstleistung und dafür gibst du mir 20 Mark in der Woche, ne? So nach dem Motto. Also, solche Sachen, ey, das muss dich früher, wenn du nur da hockst und nichts tust, ne? Und du siehst halt, wie andere absahen und du frisst nur Staub, weil du einfach stinkfaul bist. So ein stinkfauler Sozialist. Ja? Echt, Mann, ey, friss meinen Staub, echt ohne Scheiß. Mir nimmst du nix weg, ey. Friss meinen Staub, ey. Erstick an meinem Staub. Ehrlich. Ups, das wollte ich nicht. Wo bin ich? Nee. Nehme ich die Waffe mit? Sowas, ey. Ja, da ist halt einer, der kann mit Geld wahnsinnig gut umgehen. Ja, da ist einer, der hat halt viel Geld. Ja, da ist einer, der verteilt ist unter seiner Familie, ey. Ich meine, was willst du machen, ey? Du stehst da, ey. Ich meine, da musst du deine eigene Familie gründen, oder nicht? Da ist einer, der hat ein Familienunternehmen, ey. Verstehst? Ja, uff. Dann musst du da eigentlich so, wenn du was, also wenn du da irgendwie mithalten willst, beziehungsweise wenn du dem irgendwie eins. Wenn du hier irgendwie Wettbewerber machen willst, ey, dann musst du ein eigenes Familienunternehmen gründen, ey, weißt du? Dann musst du schauen, dass du die Kunden anlockst. Du kannst nicht irgendwie die Leute mit Gewalt zwingen, deinen Scheiß zu kaufen, ey. Also was soll denn das, Mann? Wir können ihn auch aufs Maul gedroschen, oder? Es ist Wettbewerb, Alter, ey. Wenn man das nicht einsehen will, ey, dann. Tut mir leid, Alter, ey, dann gehörst du unter die Erde. Aber nicht auf der Erde, auf die Erde, ey. Dann wirst du unter die Erde geschaffen, ey. Ohne Scheiße, was geht denn hier ab, ey? So dieses höllische Denken da. Na? So dass er einen Groll hegt, ey, die ganze Zeit gegen irgendwelchen Leuten, weil es denen gut geht, ey. Oder beziehungsweise, weil sie halt irgendwie. Na, wie soll ich sagen, ey? Weil sie halt irgendwie gesegnet sind, ja? Sagen wir es mal so, ey. Es gibt Leute, die sind tatsächlich gesegnet, ey. Na? Auf die passt Gott auf, ey. Oder Gott segnet diese Leute, ey. Ne? Gesegnet ist der, der weise ist. So steht es in der Bibel. Der ist gesegnet. Auf den wird Gott aufpassen. Ne? Und ich will dagegen einen Groll hegen, ey. Verstehst du, was ich meine? Und da nicht mitmachen wollen. Nicht weise sein wollen, ey. Da köst du unter die Erde, Mann. Da köst du unter die Erde geschaffen, ey. Vorher aufs Maul gedroschen mit einem Stock, Alter, ey. Ohne Scheiß. Mit einem Stock des Mose, ey. Das Maul gedroschen, du Batz! Ohne Scheiße, ey. Voll abgedroschen, also verpiss dich, Alter, ey. Köst echt unter die Erde, ey. Höllische Denken. So ein Groll heben, ey. Hegen, ey. Dann schaffst du nix, Alter. So ein stinkfauler Sozialist, ey. Okay, das haben wir. Ich könnte schwören, da war noch was, aber das hier war auch ein Eingang. Alles klar. Hoch soll er leben. Hoch soll er leben. Alter, kann ich zwei von den Waffen tragen? Ja. Nee, ne. Hoch soll er leben, hoch soll er leben. Freude hoch. Überbrücke die Sicherheitssysteme der Schutztüren.
Ja, ich renne einfach die Tür hier ein. Irgendwo ist hier ein Verbesserungs-Upgrade. Das wird hier irgendwie nicht gezeigt, aber es ist hier. Ja, renne mal die Tür ein. Alter, muss uns die Tür einrennen. Ha, witzig. Witzig. Nee, es war nicht Weihals Maul. Das Weise ist es überhaupt nicht, alleine hier reinzugehen. Also dass da ein Kanister war und ich den nicht gesehen habe. Und diese Roboter vor allem Ding. Da ist er. Dass ich den nicht gesehen habe. Also ich mache mir jetzt erstmal den Kommandanten klar. Aber sowas von. Ist langweilig. Mein Onkel Erhard war vor dem Krieg hier und meinte, New York wäre die Stadt, die niemals schläft. In Manhattan war vor der Zeit, als atomare Einheit mehr los. Wenn Onkel Erhard zu Weihnachten einen Sitzen hatte, trug er immer einen Papierkorb als Zylinder und führte mit mir und meinen Cousins Broadway-Tanznummern auf. Halten Spaß, bis Oma sie stoppte. Bei uns lasen wir religiöse Texte und waren persönliche Stimme. Alter. Ey. Leute. Okay. Weg mit der Scheißwaffe. Ehrlich, Mann. Weg mit dem Scheiß. Du bist so langsam unterwegs, ey, das verstehe ich nicht. Der hat doch einen neuen Körper, ey. Der muss doch irgendwie viel lastiger sein als der alte, oder nicht? Ja? Nein? Nein? Ja? So, weg mit dir. Alter. Mir ist langweilig. Mein Auto. Was geht denn ab? Was war denn das? Was? Hä? Was war denn das, Mann? Hast du das gesehen? Das war ein Pfusch, ne? Ein Pfusch. Ja, da kommt noch der Super Soldat. 5 Schüsse braucht er, glaube ich. 5 bis 6. Jetzt warte mal kurz. Schaffe ich erstmal diese Hindernisse aus dem Weg. Wo bist du, Super Soldat? Alter! Ach, ich schwör's dir, das kann doch nicht wahr sein.
Scheiß auf die Waffe, echt. Ja. Scheiß auf die Waffe. Scheiß auf die Waffe. Sturmgewehr. Nee, wirklich, Mann. Scheiß auf die Waffe, ey. Bleiben beim Sturmgewehr und fertig. Macht da keinen Sinn. Sag mal, was ist da bitte schon explodiert? Also Leute, das ist totaler Quatsch. Was ist denn da explodiert? Ey, sag mal, ich hab doch diesen Laserschaden Widerstandsvorteil, also ich schwör's dir, also warte mal kurz. Also das ist ja mal echt verrückt jetzt gerade hier, ey. Vor allen Dingen, dass mich da so eine Explosion erwischt, ne? Ach, das war das. Aha. Wer schießt denn da drauf? Also, wir müssen hier schleichen. Ja, das wird wohl nix. Ist der gestorben oder was? Der ist die Treppen runtergefallen, richtig? Ja, ich bin doof. Echt, ey. Geschieht mir recht, ey. Spielen Sie die Tonspur ab. Halten Spaß. Bis Oma sie stoppte. Bei uns lasen wir religiöse Texte und waren in besinnlicher Stimmung. Kann singen und tanzen? Traditionen sind heilig. So wie die Pflicht gegenüber dem Vaterland. Ein bisschen Musik würde die Moral hier unten anheben. Knieske hat ein Radio gefunden, gibt aber wegen der Bleiwände kein Signal. Neulich Terrorbillys Hinrichtung gezeigt. Das war lustig. Ja, war aber nach einer Sekunde schon vorbei. Sagt deine Frau auch immer. Hey. Ich weiß. Nee, so ist die Sekunde wieder vorbei. Ich weiß schon, was hier los ist, ey. Du musst mir nichts erzählen, ey.
Hund. Ah ja, genau. Die Kampfpistole. Die können wir upgraden. Das ist eine gute Idee. Kampfpistole, Kampfpistole, Kampfpistole. Die sollten wir upgraden. Gegen den Panzerhund. Rakete, die Granaten fliegen geradeaus und explodieren beim Aufprall. Eins. Verbessert die Kampfpistole mit einem Gewehrschaft, der den Rückstoß nahezu vollständig aufhebt. Halte den Abzug, um die Waffe aufzuladen. Und bis zu 3 Granaten. Naja, das brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Aber die Rakete ist jetzt schon mal wichtig. Kampfpistole. 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 Hier war noch so ein Waffen-Upgrade irgendwo. Ah, guck, guck, guck! Die Treppen runtergefallen. Schau dir das an. Das geschieht dir echt sowas von recht, ey. Der Heilige Geist, ey. Hat mir die Treppen runtergeschossen. Ohne Scheiße. Es geschieht dir so recht, ey. Die ganze Mist hier, was ich hier mitmachen muss, ey. Die Verarschungstour auf einmal. Carlas Postkarte interessiert mich nicht. Kuchen. Da oben war doch was. Nee, aber warte. Jetzt passiert öfters, dass der da einfach stirbt. Okay. Concept Art. Ah, da ist er. Der Nackspillig. Der Nackspilli. Alter Schwede. Ja, das ist schon witzig, ey. Die Zunge rausgebleckt, ey. Alter. Alter, das ist schon übel, ey. Aha, was macht denn der da? Was machen die da? Ja, schon interessant. Okay. Warte, da oben war noch was. Klausbrief. Liebste Schwester, die Amerikaner sind am Ende. Sie versuchen es nicht. Sie versuchen es sich nicht anmerken zu lassen, aber ihre Augen verraten sie. Sie wissen, dass sie nicht mehr lange so leben werden wie bisher. Manche leisten Widerstand, kämpfen. Sie klammern sich verzweifelt an allem fest, was sie noch haben. Doch das Einzige, worauf sie sich freuen können, ist ihr Niedergang. Es ist eine tolle Zeit, Schwester. Vater wäre stolz. Gib deinen Kindern einen Kuss von mir. Ich verspreche, dass ich Weihnachten zu Besuch komme. Dein Bruder Klaus. Auf dem Brief ist keine Briefmarke. Ja, der kommt ja da gar nicht mehr raus. Wisst ihr was ich... Die kommen ja hier gar nicht mehr raus. Oh Mann, ey. Der Klaus kommt hier nicht mehr raus. Alter, wo ist denn das Waffen-Upgrade? Okay.
da kommt jetzt nochmal so ein Soldat. Gibt zwei sogar. Und dann noch ein Panzer. Warte mal. Okay. War hier hinten noch was? Bin mir nicht genau sicher. Alter, wer hat denn das hier gebaut, ey? In so kurzer Zeit. Weißt du? Ja. Das gibst du mal her. Wo ist das andere? Das gibst du mal her, jawohl. So. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals in New York. Warte mal kurz, ist da was? Ab hoch mit dir, Billy. Okay, lass gut sein. Lass gut sein, Billy. Wir kommen da nochmal her. Wir kommen später nochmal her. Da kommt der Panzerhund. Oh, Starkkarte. Wolfmonster. Klaus Enkel. Ich meine Klaus Neffe. Entschuldigung. Das ist Klaus sein Neffe, ey. Gib den Kindern von mir einen Kuss. habe ich ein Monster. Okay, Panzerhund. Zeig dich. Hier kommt er. Da ist er. Was willst du von mir, Alter, ey? Oh, glaubst du das? Das ist bescheuert, ey, ohne Kack. Oh, die Waffe bringt nichts oder was? Willst du mich verarschen, ey? Komm her, ey! Du scheiß Viech. Alter, ich fass es nicht, ey. Wie viele Kugeln hält denn der aus? Immer beweist die Waffe ihre Unwirksamkeit, ey, gegen solche Kaliber, ey. Oh, ich kann's nicht glauben, ey, ohne Scheiß. Das mobile Artilleriefeuergewehr, ey. Keine Ahnung, Mann. Kampfpistole. Wollen wir mal die Kampfpistole ausprobieren, ja? Ich verstehe das nicht, ey. Okay, probieren wir die Kampfpistole aus.
Ey, Alter, ich hab doch die scheiß Granate geworfen, ey. Sag mal, werfe ich Gummigranaten oder was? Wie können die ja von dem... Also... Echt wahr, ey. Werfe ich mit Luftballons oder wie, ey? Ich kann das so weit fliegen, ey. Ich hab den genau auf den Hund geworfen, ey. Also das ist ja ein Pfusch, ne? Bouncy Grenades, ey. Ich kann mich nicht erinnern, so ein Upgrade gemacht zu haben. Guck. Scheiße. Oh, noch einer. Jetzt sind die Dosen größer und die Waffen. Ja, ja. Red nur weiter, ey. Nee, die nehmen wir nicht. Die Waffe hat ausgedient. Ja, ich hätte mich hier verstecken können, du hast recht. Aber gehen diese Waffen langsam auf die Nerven, ey. Hier war noch irgendwie was Lesbares. Nicht da Gold. Jawohl, da haben wir Mr. Ingenieur. Mr. New York Nazi. ja. New York Nazi. Alles klar. Oh, das war knapp. Ah, oh. Alles klar. Der Aufzugsschacht scheint der einzige Weg zu sein. Okay, wir sind fast da. Oh, scheiße, ja, du hast recht, da ist das Geschütz. Nee, wo ist es? Es kommt weiter vorne. Wenn der Alarm schlägt, dann geht die Tür auf und dann schießt er hinter der Tür aus einem Geschütz heraus.
Keine Granaten mehr. Ist da jemand? Ja. Dieser Aufzug, stimmt. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Ja, Hund. Steh auf, Billy. Komm her, Verstärkungstrupp. Komm her, Verstärkungstrupp. Komm zu mir. Das war's schon. Das sind sie, da ist einer, ja. Welche drin. Das war der Kommandant. Da war das Geschütz, ja. Da hätte er aus der Tür geschossen. Ah, Kommandant! Der nächste bitte. Okay. Hier geht's zum Ausgang, ja. Dann schauen wir mal, was es hier zum Lesen gibt. Maschinenkommandant Klingers Notiz. Operation New York, Ort Generalstab anwesend, Klinger, Wechsler, Hermannsdorf, Meiser. Was ist das Ziel? Der Generalstab will New York als eine glorreiche Stadt wieder aufbauen, als Hauptstadt an der Ostküste der amerikanischen Gebiete. Sie wäre der absolute Höhepunkt germanischer Technologie und Handwerkskunst. Das ist zu tun. Toxische Abfälle beseitigen, Entfernung der Radioaktivität aus dem Großraum New York, Beseitigung aller terroristischen Bedrohungen im Stadtgebiet, Bau neuer Gebäude aus Superbeton. In der Stadt sollte das höchste Gebäude der Welt stehen. Dazu muss noch weitere Dark-Hishu-Technologie erforscht werden. Werbung, Stigma der City of a Million Ghosts entfernen. Alle Medienkanäle positive Artikel veröffentlichen lassen. Drittens, möglicher Zeitrahmen, Frühling 67 bis zum vollständigen Wiederaufbau, Zeitrahmen mit Chef besprechen. Für Einhaltung des Zeitplans ist die Unterstützung durch Gefangene erforderlich. Entbehrliche Arbeiter können mit dem Entfernen des toxischen Mülls beauftragt werden. Ach Gott, Hilfe.
Mögliche Schlagworte, die Stadt der Hoffnung oder der große Apfelstrudel. Alle lachten, als Hermannsdorf diesen Vorschlag machte. Treffen beendet, 10.30 Uhr. Gezeichnete Maschinenkommandant Lars Klinger. Ja, also... Ja. Die haben New York zerstört und jetzt bauen sie es wieder auf. Ne, in ihrem Design und in ihrem Willen. Und die haben Sklaven. Krass, ha? Kommandant Achterbergs E-Post. Leo Hummler. Ich stimme zu, Hummler. Wir finden noch immer Leichen unter der Erde, die wir entsorgen müssen. Die Strahlungswerte erreichen nirgendwo das Normalniveau. Ich bin gestern durch toxischen Schlamm gewartet. Manhattan ist nicht mal im Ansatz bereit für einen Wiederaufbau. Geben Sie uns realistische Ziele, um Himmels Willen. Achterberg. Ja, so radioaktiv verseucht. Jimmy Kell, ja, schon wieder. Immer dieser Jimmy. Gold. Kommandant. Kommandant Stinkbeil. Kommandant Hinkefuß. Kommandant Brötchen. Gib her. Kommandant Klappstuhl. Der ist gut, ja. Kommandant Klappstuhl, ey. Der Bestrafer, die Friedensbringerbombe. Ich brauche Schokolade, ey. Ohne Scheiß. Und ich muss mir meine Nase schneuzen, ey. Ich habe immer noch irgendwie so eine miese Erkältung, ey. So heiß. Ja, ja. Berlin, 21. Juli 1961. Gestern wurde im Rahmen einer Zeremonie in Washington ein Denkmal zu Ehren des Bestrafers enthüllt. Bei der General Irene Engel eine großartige, im Fernsehen übertragene Rede an alle Bewohner der amerikanischen Gebiete hielt. Beim Bestrafer handelt es sich um die Atombombe, die das aufwieglerische Manhattan zerstörte und gemäß des Plans unseres geliebten Führers der Welt den Frieden brachte. Das war der Moment, als jeder verstand, wozu germanische Ingenieurskunst fähig ist. Es war der unwiderlegbare Beweis, dass es der Germanen Bestimmung ist, über die Erde und das Universum zu wachen. Der einzige Weg zum Frieden führt durch den Krieg, erklärt unser geliebter Führer in seiner Geschichtsbeschreibung.
trächtigen Rede nach der bedingungslosen Kapitulation der USA. Nun, da sich unser Blick gen Himmel richtet, denkt daran, dass Stärke Liebe ist. Ein vereintes Volk ist die stärkste Kraft, die es je gab. Mit Liebe und Stärke werden wir das Universum erobern. Werden Sie Atomsoldat? Reisen, Aktivität, Abenteuer. Ja. Brand. Hautbrand. Nee, Moment. Schallplatte. Warte. Yeah. Was haben wir hier? Chicken Burger. Yeah. Chicken Burger. Werden Sie Atomsoldat? VW. Achso, ich bin hier oben. Okay. Was haben wir hier? Perfekt. Ich sollte mal meine Waffen aufpassen. Okay, haben wir ein bisschen Musik an und essen ein bisschen Schokolade. Die New Orleans unterlagen die Griswolder. Mein Stichwort. Ja, jetzt ist die Tür aufgegangen. Da ist sie.
Seid ihr in einem Stall aufgewachsen? Die Strahlung kommt doch rein. Achtung! Nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter, legen Sie umgehend Ihr Atemgerät an. Ich wiederhole. Nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter, legen Sie umgehend Ihr Atemgerät an. Seid ihr in einem Stall aufgewachsen? Die Strahlung kommt doch hier rein. Ja. Die Strahlung kommt hier rein. Blaskovic, ich kann dich aufsammeln. Steig irgendwo hoch und gib ein Signal. Hier oben, hier unten. Oh. Ach, da ist er. Blaskovic, ich seh dich. Bin gleich da. Ja, Bombata. Afrika Bombata, ja. Hey, Bombata. Afrika Bombata. Alles klar. Ja, da hat es irgendwie noch ein Roboter an Bord geschafft. Wir sind ein gutes Team, du und ich. Ach, Scheiße. Hey! Hey, Bombata, alles klar mit dir. Boldo ist tot. Bombata verletzt. Meine Birne dröhnt. Komm, hilf mir hoch. Okay. Geht's wieder? Ja, wird schon. Muss mich nur ausruhen. Okay. Hey Seth, schauen Sie mal. Ich habe hier ein paar frische Regime-Kampfroboter für Sie. Prima Gelegenheit für echt wichtige Wissenschaft und Forschung und so weiter. Hey! Hä? Oh, Shoshana, schau mal, wer hier ist. Therese Blaskovic. Was haben Sie mit mir gemacht, Junge? Was haben Sie? Ich bin so in dieses Artefakt vertieft, auf das Sie mich aufmerksam gemacht haben. Vertieft und wütend. Die Dati-Shoot-Ingenieure nannten es den Gottesschlüssel. Ein Begriff, den nur ein totaler Vollidiot ohne nachzudenken akzeptieren würde. Erstmal ist es gar kein Schlüssel. Also ich sehe hier keinen Schlüssel. Aber viel wichtiger, ich kann den eigentlichen Zweck überhaupt nicht entschlüsseln. Das macht mich rasend. In Ordnung.
AG-Maschinenkommandanten. Ja, ja, nicht jetzt. Stören Sie mich nicht. Gehen Sie. Okay. Hey, mach's aus. Wir haben hier ein wirklich ernsthaftes Problem, Mann. Ich habe eine Inventur im Munitionslager durchgeführt, als diese verdammte Riesenratte mich wie tollwütig angesprungen hat. Die war so groß wie ein Hund. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich sollte mir mal diese Enigma-Maschine ansehen, über die alle reden. Ich weiß nicht, was passiert wäre. Sie müssen ins Munitionslager gehen und sie erledigen, Mann. Lassen Sie sich nicht beißen. Von dem Mistvieh kriegen Sie ganz bestimmt Tetanus und was weiß ich nicht alles. Ja, okay. Munitionslager. Versteck dich nur. Ist ja nicht deine Schuld, dass du eine Ratte bist. Ja, Mission abgeschlossen. Hallo, Captain. Unglaublich, dass Sie noch leben, Captain. Sie wurden im Fernsehen geköpft. Überall war Blut. Uiuiui. Das war schlimm. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, alle. Was ist? Hä? Was ist mit dir? Verdammt, Sie haben echt Eier! Danke! Jetzt kann ich wieder schlafen und muss keine Angst haben, dass mir das Biest die Augen ausnagt. Was will der? Blasco? Super Spesh war ein verrückter Mistkerl. Hat immer von Außerirdischen und so einem Zeug gelabert. Ich werde das Weißbrot vermissen. Weiter so, Bruder. Das war ein außerirdischer Mann. Wo wollte ich hin? Ja, Hackerzentrale. Mr. Blaskowitsch? Ja. Als Autorin habe ich die Angewohnheit, Menschen zu beobachten. Zum Beispiel Max. Ich erkenne eine große Traurigkeit. Es wäre gut, ihm zu helfen. Ich weiß, dass Max Spielzeug mag. Halten Sie doch die Augen danach offen, wenn Sie gegen das Regime kämpfen. Für Max, Mr. Blaskowitsch. Ja, ja. Als hätte ich nichts Besseres zu tun, ey.
Joe. Ciao, Captain Blazkowicz. Manchmal denke ich an meinen Hund Cosmo. Ja, es ist schon. Er fehlt mir. Italien fehlt mir. Hey, Sie sind sowas wie Jesus, Herr Blazkowicz. Das Regime hat Sie getötet, wie ihn die Römer. Und Sie kamen zurück von den Toten. Denken Sie mal drüber nach. Ich bin Jesus. Anja. Ich brauche was zu essen. Das kann nicht wahr sein. Ich brauche eine Rüstung. Ich brauche was zu essen. Aber es geht ab. Was fristen die da? Omelette. Mit Speck. Nee, das ist Toast. Doch, Toast, Speck und Rührei. Oh, Herr Blazkowicz, schön, Sie zu sehen. Ich wünschte, ich könnte Mutters Gesicht sehen, wenn sie erfährt, dass Sie noch leben. Na, ja, komm schon. Oh. Oh. Ich hab gedacht, ich werde noch verrückt, als Herr Bombate hier gegessen hat. Dieses Schlürfen und Schlecken. Und wie er sich das Fett von den Fingern geleckt hat. Oh. Widerlich. Okay, los geht's. Was geht denn da ab, ey? So. Hey, woher kennen Sie Terra Billy? Oh, ich habe sein Leben gerettet und ihm geholfen, das U-Boot aus den Klauen des Ausmerzers zu befreien. Was spielen Sie da? Na, Würfel? Sie sind die Bank. Hallo, mein Freund. Gib mir was zu essen. Die Regimegeneräle sind vor Ihnen in Panik von der Erde geflohen. Danke nochmal, dass Sie uns aus Selo befreit haben. Ein schrecklicher Ort. Es hört sich an, als würden sie sich was gegenseitig neischieben, ey. Ehrlich, Mann, ey. Da haben wir was zum Lesen. BRF-Rebellin Connys Tagebuch. Irgendeinen Wochentag, keine Ahnung. BJ ist zurück, ja, ja. Komm mit gehen, Bedroom surfen. Siehst du? Wie in irgendeinem Porno, Mann. Okay. Alles wieder angeschaut. Können wir gehen, Weltraum surfen? Weltraum twerken. Hey, Gabriela. Die Propagandaübertragung. Haben Sie das Signal nachverfolgt? Ja, bis zu einer Sendeanlage in Florida.
Seth meinte, sie würden Bilder in Fernsehübertragungen einbauen, die so kurz wären, dass man gar nicht merkt, dass man sie sieht. Er sagt, sie würden den Geist unbewusst manipulieren. Unbewusst. Habe ich doch gesagt. Bilder brennen sich ein und man denkt, was die einem vorschreiben. Gehirnwäsche. Oh Mann, wir sollten die Anlage wirklich zerstören, oder? Ich habe mit Grace gesprochen. Sie meinte, wir planen das nach dem Einsatz in New Orleans. Ich würde am liebsten sofort los, aber sie sagten nur, immer mit der Ruhe. Ich will ballern! Sie können bald genügend Regimesoldaten abknallen, Schätzchen. Dios mio, hoffentlich! Dios mio, wie geht's Ihnen? Hoffentlich. Ja. Es ist anders an Ihnen, Captain. Also, im guten Sinne anders. Boldo ist tot. Ich hab mich jahrelang damit durchgeschlagen, Toiletten in einer Apfelanlage zu putzen. Immer noch besser als das Regime an der Macht. Ja. Jedenfalls Hola. Die... Hola. Die... Dios mio, Sie sehen so anders aus. Hauen Sie dem Regime aufs Maul! Aber volles Gerät, ey. Mit dem Stock. Mit dem Eichenstock. Das Maul gedroschen. Die hat gesagt, dass da quasi so ein Programm stattfindet, wo Bilder bzw. Versteckte Nachrichten in dieser Sende in einer gewissen Sendezeit an die Zuschauer vermittelt wird oder werden. Und ja, das ist typisch. Ja, das findet auch hier, also es findet immer statt, meistens, ne? Man geht zum Beispiel nach Russland, da in diesem Programm, was die da haben, findet sowas, du gehst nach Amerika, findet sowas statt. Und ganz, ganz berühmt und ganz, eigentlich ganz offensichtlich ist es in Japan. Beziehungsweise nicht in diese Anime-Geschichten, ne? Das ist das blendendste Beispiel dafür. Das kriegst du kaum mit. Ne? Aber diese Animes, die verändern, das ist Gedankenmanipulation. Tatsächlich, was da stattfindet. Ne? Ich meine, warum würde ein Erwachsener sich eine Kinderserie anschauen, frage ich mich so manchmal. Ne? Ich meine, ich habe auch Animes, so Anime-Serien, weißt du? Und es ist genau der Punkt. Diese Anime-Serien, da steckt viel Manipulation drin. Anders da wie in einem Anime-Film. Und darauf legen sie auch generell keinen Wert, auf Anime-Filme in Japan zu produzieren, sondern sie legen Wert darauf, tatsächlich Anime-Serien zu produzieren. Warum? Ne, aus dem simplen Grund, um Gedanken manipulieren zu können. Ne, aus dem simplen Grund der Gedankenmanipulation, wie es gerade eben beschrieben hat. Ne? Ich bin kein Fan davon, ich bin Hardcore. Ne, ich bin Hardcore, ich mag Anime-Filme. Mehr als dass ich Serien mag, weil ich krieg diese Botschaft immer mit und das langweilt mich immer wieder, ja. Da versucht mich jemand zu verändern. Da versucht jemand meine Denkweise zu verändern, aber richtig stark, mich irgendwie in eine andere Richtung zu ziehen und mich quasi, mich zu verändern, ne. Und wenn ich merke halt, dass ich irgendwie schwach werd, beziehungsweise wenn ich merke, dass mich das schwächen tut, ey, dann lasse ich gleich davon ab und stempel das als Scheiße ab. Und du wirst überrascht sein, ey, wie viele Kinder und wie viele Erwachsene sich solche Animes neiziehen und sich da mitziehen lassen, ey. Und wie die absoluten totalen Fotzen auftreten, Alter, weißt du? Erst recht, wenn es um Arbeit geht. Na, da halten sie sich für irgend so einen Protagonisten, ey. Und machen da irgendwie hier so ein Theater. Und denken so, schaff endlich was und so ein Scheiß. Weißt du, was ich meine? Und da, echt ohne Scheiß. Also ich... Während meines, also, mir wurde langsam aber bewusst klar, dass diese Anime-Serien eine Fotze aus einem machen, ey, wirklich. Du siehst ja immer hier, ja, yeah, cool, da zieht er sein Schwert und dann macht er das und das, die dümmste Kacke, Alter, ey, weißt du? Und dann willst du sowas in Echtzeit ab, also im echten Leben abziehen, ey, du kriegst so böse aufs Maul. Das wär's, was ich meine, du kriegst so böse aufs Maul, ey. So richtig böse aufs Maul, ey. Dann weißt du genau, ey, das, was du dir da reingezogen hast, war völlige Manipulation. Das hat dich völlig offengelegt. Das hat dich richtig schwach gemacht.
Und es ist wirklich so. Animes sind das blendende Beispiel dafür, für diese Gedankenmanipulation. Diese kleinen Bilder oder diese kleinen Sachen, die sie einfach dazwischen reinschieben, um deine Gedanken zu manipulieren. Vielleicht nicht zu kontrollieren, aber es zu manipulieren. Ne? Die ziehen dich in eine Richtung, ey. Ne? Die legen dich offen, ey. Die machen dich schwach. Meistens ist es so halt. Ne? Wenn ich merke halt, dass mich irgendwas schwach machen will, ey, dann weg damit. Ne? Weg damit. Weg damit. Deswegen, ich bin kein Fan von Anime-Serien. Das ist ehrlich. Das ist dumme Fotzen-Scheiße, ey. Ohne Kack. Ich mag Anime-Filme, so wie es früher auch war. Hardcore-Scheiße, ne? Eine Stunde lang, zwei Stunden lang so ein Film reingezogen, ey. Fertig. Ne? Hardcore-Scheiß. Und fertig. Ne, und wenn mir der Film nicht gefällt, ey, dann, weißt du, und ich einschlaf, ey, dann, ja, dann war das die Botschaft, ey, die mich zu langweilen. Aber diese Anime-Serien, Alter, das ist einfach, das ist Gedankenmanipulation pur, ey. Ne, also du hast das überall. Man hat das überall auf der Welt. Wirklich, überall. Ja, und diese japanischen Animes, das ist einfach das blendendste Beispiel dafür. Ich habe die ganze Nacht geweint. Mutter hat mich heute furchtbar beschämt und das interessiert mich nicht. Deine Mutter, ey. So. Anja. Oh, William. Ich würde gern mehr Zeit mit dir verbringen. Aber wir sind fast in New Orleans. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Ach du, ey. Grace Notiz zur Enigma-Maschine. Unsere Schwestern haben Funksprüche von Maschinenkommandant Lars Klinger abgefangen. Einem dieser Mistkerle, die das Militär des Regimes in Amerika anführen. Offenbar hat ihn General Engel geschickt, um im Bunker von Manhattan hinter ihnen aufzuräumen. Wenn sie ihn oder andere Maschinenkommandanten töten, trägt das zur Destabilisierung des Regimes bei und hilft uns bei der anstehenden Revolution. Auf dieser Enigma-Maschine findet sich eine Menge Profile von Maschinenkommandanten. Klingers Aufenthaltsort kennen wir bereits. Versuchen Sie aber auch mit ihren Enigma-Codes zu entziffern, wo die anderen stationiert sind. Wenn Sie einen Maschinenkommandanten finden und töten, bringen Sie eine Todeskarte mit, damit wir das Arschloch von der Liste streichen können. Grace. Alles klar. Also, das Ganze funktioniert so. Das Ganze funktioniert so. Hey. Oh shit. Okay, Bruder. Jetzt bin ich wieder drin. Okay. Hey, dann kurz Attentat. So, dann haben wir Keep Grace die New Orleans. Okay, dann entschlüsseln wir mal wegen etwas weiter. Thank you.
Herr Meiser. Am Anfang habe ich da voll abgekackt und gesagt, scheiße, aber die ganzen Codes weg, ey, da musste ich sie wieder alle holen. Oh Mann, ey. Das sind 7, 8, 9. Ja, das reicht nicht ganz. Roswell Innenstadt, da will ich hin, ey. Oh shit. Scheiße! Ah. Ich hab nicht richtig nachgeschaut. Scheiße, ey. Die zwei klappen noch. Naja, da kommt noch einiges. Da kommen noch ein paar. Okay, die Ruinen. Scheiße, ja. Huh? Drei Filme, drei Codes jetzt sind hier. Okay. Die Berichte sind höchst beunruhigend. Das Regime bringt alle um. Brennt alles nieder. Diese armen, armen Menschen. Oh, William. Diese Jacke steht dir echt gut. Also. Jürgen Schlusser.
Alter Schwede, der schaut aus wie ein Außerirdischer, Mann. Ey, wie echt denn diese Echsenmenschen, echt ohne Kack. Alter 29. Bedeutende Leistungen ausgezeichnet für Heldenmut in der Schlacht von Bontang. Bontang reformierte 57 das Joshua Tree Lager. Die Häftlingszahl wurde um 53,5% reduziert. Die Produktivität, Alter, benutzt die Energie. Alter, ich schwör's dir mal. Wie heißt der? Jürgen Schlusser, den nehme ich mir als erstes vor. Ey. Hauke Evers. Mina Evers. Jetzt wüsste ich gar nicht, wo. Ja. Hier haben wir ein Upgrade. Untergrund. Nee, hier haben wir ein Upgrade. Innenstadtbezirk. Das haben wir. Da fehlt noch ein Spielzeug. Ja, genau, so war das. Hier haben wir. Hier fehlt ein Upgrade. Bauernhaus, Filmsetbezirk. Nee, das Upgrade haben wir. Ja, so ist es. Da ist noch ein Upgrade. Penthouse-Bezirk, alles klar. Dann gehen wir mal hier nach Mesquite. Ja, da gehen wir mal schnell hin. Blaskovic, Maschinenkommandant Evers hält sich in Ihrer Gegend auf. Sie werden Sie in Ihrem miesen Propagandastreifen als den Bösewicht hinstellen. Tun Sie, was Sie am besten können. Grace Ende. Diese ganze Geheimhaltung für ein Filmset. Unfassbar. Von der Handlung darf nichts an die Öffentlichkeit. Das Publikum soll überrascht werden. Befehl von Adelinde. Warum bauen die nicht einfach ein Set im Filmstudio? Wäre viel günstiger. Adelinde verlangt absolute Authentizität. Geld sparen spielt da also keine Rolle. Hier wurde Terror Billy geboren? Was für ein Scheißloch das ist. Ja. Das wird ein wenig schwierig hier, ja. Spielt so ich.
Ja, das war's. Nicht so einfach. Blaskovic, Maschinenkommandant Evers hält sich in ihrer Gegend auf. Sie werden sie in ihrem miesen Propagandastreifen als den Bösewicht hinstellen. Tun sie, was sie am besten können. Grace Ende. Diese ganze Geheimhaltung für ein Filmset. Unfassbar. Von der Handlung darf nichts an die Öffentlichkeit. Das Publikum... Oh nein! Ja, genau. Ah. Blaskovic, Maschinenkommandant Evers hält sich in ihrer Gegend auf. Sie werden sie in ihrem miesen Propagandastreifen als den Bösewicht hinstellen. Tun sie, was sie am besten können. Grace Ende. Diese ganze Geheimhaltung für ein Filmset. Ja. Ja, ich kann die Lichter nicht ausschießen. Ja, genau. Ich finde es ein wenig idiotisch, dass die mich im... Ja gut, vielleicht haben sie Nachtsichtgeräte. Das kann ja echt sein.
ab, ey. Scheiß Hund. Oh Mann, ey. Tja, das ist halt so, du musst warten. Schnapp dir den Burger, Mann! Thank you.
Alter. Das Klopapier. Da hätte ich mich auch verstecken können, ja. Okay, ich glaube, die Kommandanten sind jetzt nur noch übrig. Rüstung, falls wir welche benötigen. Konnten der mich sehen, ey? Haben die irgendwie Superman-Brillen oder irgend sowas? Das ist ja irre. Noch, ey, wo waren der?
Oh, okay. Sehen. Ha. Ups. Der Führer verlangt, dass die Szene aus Terror Billys Kindheit so realistisch wie möglich dargestellt wird. Ihre Aufgabe ist es, sämtliches verfügbares Recherchenmaterial zusammenzusuchen, das sie finden können und für die Szene als wichtig erachten. Wir wollen alles haben, was sein degeneriertes Wesen dokumentiert. War er ein Analphabet? Wie waren seine Tischmanieren? Hat er auf dem Klo masturbiert? Einfach alles. Melden Sie sich so bald wie möglich. Ach, halt's Maul, ey. Ausschnitt aus einer der Drehbuchseite. Der junge Terrorbilly betritt den Raum, das Gesicht voller Kot. Er quiekt wie ein Schwein, das am Schwanz gezogen wird. Seine Mutter lacht erst über seine Dummheit und seufzt dann, womit sie ihre Enttäuschung zeigt. Einen solchen Versager als sonst. Oh.
Junger Terror Billy, guck mal, Mutter, ich bin ein Schwein. Geh ins Bett, Billy. Nein, Billy, ich habe dein abartiges Verhalten satt. Es wird Zeit, dass du lernst, dich wie ein echter Mann zu verhalten. Sein Vater holt seinen Gürtel hervor und auf die Seite wurde mit rotem Stift einige Notizen geschrieben. Was ich in Amerika alles machen will. Sehr scharfe Pepperoni probieren, Chili. Milchshake. Gruber hat Erdbeergeschmack empfohlen. Private Vorführung verbotener Filme. Cowboy-Leben mit Offizier Hansel ausprobieren. Lager Odessa besuchen. Arbeitseffizienz erhöhen. Ach Gott, bitte, ey. Das ist doch kein Leben, ey. Arbeitseffizienz. Müssen wir mit selber arbeiten, ey. Du Stück Dreck. Über mir. Was? Was ging jetzt ab? Der hat eine Kampfpistole gehabt. Nee. Blaskovic, Maschinenkommandant Evers hält sich in ihrer Gegend auf. Oh Mann, ey. Wenn sie in ihrem miesen Propagandastreifen als den Bösewicht hinstellen. Oh Mann, ey. Tun sie, was sie am besten können. Grace Ende. Alter, ich schwör's dir. Die ganze Geheimhaltung für ein Filmset. Der hat eine Kampfpistole gehabt. Thank you.
Seltsam. Sie überraschen mich immer wieder, Blaskovic. Packen Sie zusammen und kommen Sie nach Hause. Grace Ende. Wichser, Gebets und was? Gebets und be und ben fen? Okay. Eine Scheiße, ha? Also echt. Das war so einer der schwierigsten. Maschinenkommandanten. Eine Kampfpistole, das habe ich nicht, habe ich vergessen. William, ich würde gern mehr Zeit mit dir verbringen, aber wir sind fast in New Orleans. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Okay, wir haben alles hier. Da, hä? Hier ist heiß. Oh ja, stimmt, das ist alles radioaktives Licht. Okay, Blaskovic. Ihr Ziel. Maschinenkommandant Jürgen Schlusser befindet sich in Species Bodenkontrolle, unterhalb von Papa Joe's All-American Diner. Gehen Sie dort rein und schalten Sie ihn aus. Grace Ende.
Hey, ja, hey, ja, hey. Ach, Kacke, ey. Aus dem Nichts kam er, ey. Okay, Blaskowitsch. Ihr Ziel, Maschinenkommandant Jürgen Schlusser, befindet sich in Species Bodenkontrolle, unterhalb von Papa Joe's All-American Diner. Gehen Sie dort rein und schalten Sie ihn aus. Grace Ende. Hallo? Was? Dass der irgendwie keinen Strahlenanzug braucht? Ich glaube, da haben sie einfach nicht nachgedacht. Das ist dumme Scheiße da, ey. We'll be right back.
Scheiße! Alter. Das wurden immer mehr. Okay, Blaskovic. Ja, wir schleichen Ihr uns. Ziel, das macht keinen Sinn. Maschinenkommandant Jürgen Schlusser befindet sich in Species Bodenkontrolle. Unterhalb von Papa Joe's All-American Diner. Gehen Sie dort rein und schalten Sie ihn aus. Grace Ende. Genau. Alter, die übelsten Geschosse, echt. Okay, Blaskovic. Ihr Ziel, Maschinenkommandant Jürgen Schlusser, befindet sich in Species Bodenkontrolle. Unterhalb von Papa Joe's All-American Diner. Gehen Sie dort rein und schalten Sie ihn aus. Oh, Mann, ey. Okay, Blaskovic. Ihr Ziel, Maschinenkommandant Jürgen Schlusser, befindet sich in Species Bodenkontrolle. Unterhalb von Papa Joe's All-American Diner. Gehen Sie dort rein und schalten Sie ihn aus. Grace Ende. Ich weiß nicht, wie der den Alarm schlagen konnte, ey. Der hat nichts gesehen, oder? Ich denke mal, das war wegen dieser Drohne. Ahaha, ich komme noch gar nicht rein.
Oh. Ich komme da noch gar nicht rein, ey. Oder kann ich die Tür einrennen? Der Regime-Bastard in Mitte. Der hat eine Kampfpistole. Von Species Zeug, das geht nicht. Brace Ende. Super Special Brief. Grace, wenn du diese Zeilen liest, bedeutet das wahrscheinlich, dass ich ins Gras gebissen habe. Verdammt, ich wusste, dass ich hier nicht lange durchhalten würde. Die Mächtigen wollen mich eben nicht haben. Die ob Regimeschweine, Menschen oder was sie auch immer sind, so läuft das eben. Aber eines sollst du wissen, ich habe dich immer geliebt, seit ich dich zum ersten Mal im FBI-Knast gesehen habe. Ich weiß, dass du nicht an diesen ganzen kleinen Familienmist glaubst. Und ich kann das verstehen, ich will mich nicht darüber streiten, da ich tot bin, hattest du wohl recht. Ich möchte dir nur sagen, dass unsere Kleine aus Liebe entstanden ist und du sie von nun an für uns beide lieben musst. Ich bitte dich um nichts weiter als Abby jeden Tag zu lieben von ganzem Herzen, solange es dir möglich ist. Tu das bitte für mich. In Liebe, dein Super Special. Hey Blazkowicz, danke, dass Sie den Brief von Super Special aufgetrieben haben. Marciana in Roswell? Ach Gott, die Nase. Ich muss den Joghurt heute essen, ey. Es sei Gegenstand von Gerüchten, Gebiet vielleicht schon einmal von Außerirdischen. Ach, leck mich am Arsch. Ich vermisse den verrückten Bastard. Das war's. Grace Ende. Spielzeug. Ah, eine Startkarte. Alexander Tech. Wir leben im Zeitalter des Sauerkrauts, Mann. Ich habe einen Brief von der Lebensmittelkontrolle bekommen. Es wird bald ein neues Gesetz geben, das Imbisschuppen dazu verpflichtet, mindestens 50% authentische germanische Küche anzubieten. Ich würde denen ja gerne mit ihr könnt mich mal antworten, aber ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, nicht als Leiche zu enden. Also fügen wir uns lieber. Ich überarbeite die Karte, die muss zur Victoria-Tag-Parade fertig sein. Übrigens, ich weiß, dass du während der Parade bei deiner Familie sein willst. Also nimm dir ruhig einen Tag frei, Kumpel. Ich schulde dir echt eine Menge dafür, dass du Dads Platz eingenommen hast, als ich all die Jahre weg war. Gruß Splash. Alter, willst du mich verarschen? Verpiss dich, Alter. Ah! Durchs Fenster durch. Achtung, Granate! Scheiße. Ah! Kann der durchs Fenster schießen und ich nicht?
Irgendwas habe ich im Gesicht. Alter, wie sind denn das? Papa Joe's All American Diner. Schimmelburger. Das ist Gold. Achso. Ah, da war noch einer. Du willst mich verarschen, oder? Karte. Mark River. Hier rüber, ey. Scheiß Maschine, ey. Witzig. Tja, Papa Joe's All American Diner ist wohl unzerstörbar. Thank you.
Oh, oh, oh. Der Flammenwerfer. American Diner. Ai. Starkarte. Matthew Deviled. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Neumond Recording looking for local stars, also Schweine. So you think you can yodel? Pierce Williams. Noch eine Schallplatte. Concept Art. Super Special. Neumond. Super Special. Was ist das? Das war's Kino. Max Heiß. Wo ist meine Mami? Ah, Starkarte. Eva Johnson. Max Spielzeug fehlt uns noch. 3, 2, 1. Der Mond schaut uns an und wir zurück. Der Mond ist über uns, wird uns gehört. Und heute der Himmel. Denn uns gehört er und die Freiheit fliegt. Fels erobern. Wir sind die
Alles ist dieses Kacke, ey. Gibst du das? Da war die Techno-Version, die 80er Techno-Version war ja aber viel besser, ey. So, ich suche noch Max Spielzeug. Das müsste irgendwo an so einem Briefkasten hängen. Wenn ich mich nicht irre. Denn haben wir es gezeigt, ey. Im Diner, ey, ging's ab. Verstehst? Es ging ab im Diner, ey. Du wirst ausgedeint. Ausgeklatscht. Alle beide. Ups. Hey. Das ist ein Baseballschläger. Ey, Alter. Das ist ein Baseballschläger. Ah, das war Spielzeug. Emilia interessiert mich nicht. Mond, Mond, bla bla. Vereint, wir sind unter der großen Fotze. Bald gehört uns die Galaxie. Mond, Mond, bla, bla. Wir sind unter der großen Fotze. Ah, die Leichen sind weg. Lustig. So, okay, das war's. Das sind so diese Maschinenkommandanten-Missionen, etwas knackig. Geht's nur um irgendwelche Sachen einsammeln und so ein Scheiß. Ah! Ach ja, genau. Ich da hochjumpen können. Kann sein, dass da noch was ist. Da zum Beispiel sehe ich was. Ah, ich komme nicht hin. Wie komme ich jetzt hier raus? Den Bezirk verlassen und zusammen auf was zurückkehren. Mond, Mond, bla, bla. Okay, nächstes Mal geht's weiter mit mehr Maschinenkommandanten ausschalten. Jeder scheint eine Kampfpistole zu haben. Jeder Maschinenkommandant. Oh, William, ich würde gern mehr Zeit mit dir verbringen. Aber wir sind fast in New Orleans. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Okay, der Untergrundbezirk fehlt noch. Max Spielzeug und der Kommandant natürlich. Mesquite haben wir. Und New York. Da ist einiges, ja. Ach. Ah, warte mal kurz. Die Berichte sind höchst beunruhigend. Das Regime bringt alle um. Brennt alles nieder. Diese armen Menschen. Ich hab nur einen. Okay, okay. Oh, William. Diese Jacke steht dir echt gut.
Mond, Mond. Ja, ja. Zeit fürs Bett. Okay. Nächstes Mal geht's wie gesagt hier weiter. Aha. Mit den Maschinenkommandanten. Und dann weiter nach New Orleans. Oh, hey, wo ist Wyatt? Wo ist Wyatt? Hey. Hey. Baldo ist tot, Bruder. Yeah, baby. Ich muss Grace die New Orleans Unterlagen geben. Yeah, baby. Das liebe Baldo, ey. Alles klar. Alles klar.